Ja, herzlich willkommen hier bei MTCast, liebe Freunde. Ja, es ist, das Wetter ist richtig blöd, es ist richtig kalt, es ist eklig. Ja, einfach nur selber. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ja, Pro-Fahrt-Vorbei-Schilder sind da. Ja, wir gehen ein Auto kaufen. Mhm. Kann man das noch Auto nennen? Ja, keine Ahnung. Ne? Wir gehen jetzt ein Auto kaufen. Nein, ihr seid wieder woanders. Wir kaufen nicht diesen anderen. Ja. Ich weiß, worum es geht. Es geht um einen E36. Wir können ein Auto kaufen. Ne? Also wir gehen jetzt ein Auto kaufen. Ich zeige euch, wenn wir da sind, das Auto, oder? Ja. Okay, Wetter ist bescheuert, aber trotzdem, wir müssen jetzt los. Genau. So, halt. Hier voll Action in der Firma. Motorausbau. Wir sind unterwegs nach Lüneburg. Jo, Gott sei Dank. Die ganze hat Zeit Buchholz, bla bla bla. Ach, es ist in Lüneburg. Stunde 20 Minuten Fahrt haben wir. Ja, ein Abonnent hat mich angeschrieben gehabt. Du, hast du Lust auf ein Auto? Ich sag, ja, eher weniger. Preis ist sehr verlockend. Oldtimer, ich mag alte Autos, ihr wisst das. Also Auto steht super da, kein Rost und. Ich sag zu ihm, ja, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich mag die Autos ja auch ein bisschen, ne, Schatz? Ja, also ich also muss ich jetzt ohne... kann ich das Auto jetzt nicht. Nein, ich muss jetzt ohne das Auto zu nennen, also das Modell, habe ich gedacht, mag's auch. Nein, mag ich auch nicht. Alter, ja. Ich sage E36 kompakt, ja, Olan, jetzt reicht mir das, ja. Also, liebe Freunde, ein Abonnent hat mir über Insta geschrieben, du Mehmet, ich habe einen E36 kompakt in der Garage stehen. Ich glaube, seit 7-8 Jahren abgemeldet. Check-F gepflegt, kein Rost, Lack soll super sein, innen soll super sein. Alufeng, Auto soll super toll aussehen, ne? Der Preis ist auch wirklich unschlagbar gewesen. Ich denke mir mal, du, vielleicht kann man ja ein paar Mark verdienen. Das heißt, ich kaufe das Ding, einmal TÜV drauf machen, Schatz. Und dann irgendwie, weißt du nicht, weil es ist ein kleiner Motor, 1,6 Liter Motor, 101 PS. Ich denke mir mal für so einen Fahranfänger, weißt du, was ich meine, Schatz? Das ist doch nicht schlecht. Wir haben sogar eine Abonnentin, die sucht schon seit längerem. Genau, das ist so ein Auto, wo ich sagen kann, okay, wir fahren dahin, wir tun ihnen Gefallen, machen TÜV drauf, vielleicht ein Video rausballern und auch die Karre mal auf die Straße bringen. Und auch noch vielleicht hier über YouTube oder über Instagram weggeben. Für kleines Geld. Jo. Also, ich bin gespannt. Natürlich, man weiß auch nie, was so jetzt Sache ist. Und zwar, dass man jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, jetzt, ob sich das lohnt. Wert. Ja, wenn er nicht richtig läuft. Man weiß es alles wirklich nicht. Ne? Also, es ist wie ein Risiko. Wir fahren da einfach hin und gucken uns das mal an. Und das wie sagst du so schön? Wenn nicht, dann haben wir einen Ausflug gemacht. Wenn nicht, dann haben wir einen Ausflug gemacht. Ist leider so. Ne? Sind ja 120 Kilometer, ist auch jetzt noch wenig. Nein. Aber du, warum nicht? Wir fahren da jetzt hin. Wir gucken uns die Karre mal an. Ja, wir sind wieder irgendwo in der Walachei. Irgendwo in Nürnberg. Ja, wir dachten so, ist hier um die Ecke und ich war natürlich auch wieder so schlau. Ja, irgendwo, keine Ahnung, Buchholz, Buxtehude. Ich habe mir die Adresse noch nicht mal angeguckt, wo es in der Nähe ist. Ja, du hast immer Buxtehude gesagt. Und du so, ja, Buxtehude, komm, lass mal kurz hinfahren. Jo, und beim Hinfahren gucken wir in Lüneburg. Ach du Kacke, dahinter, ne? 119 Kilometer. Aber wir haben es geschafft. Wir sind gleich da. Jo. Und der junge Mann wartet auf uns. Mal gucken, bevor die Kamera kommt. Und mal schauen, was für ein Objekt er hat, ne? Du weißt, ich freue mich davor natürlich nicht so sehr. Erst muss man jetzt gucken, was er hat. Er hat gesagt, sieht geil aus, das Ding. Rechts abbiegen, ab an den Hauskoppeln. Dann links abbiegen, auf am Rotdorn. Rechts, links. Nein. Danke, Schatz, dass das immer noch in mein Gesicht setzt. Ich sage seit 10 Minuten gar nichts. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier contentmäßig irgendwie ohne labern, dass sie mich nur angucken oder sowas? Aber Navi redet doch. Ach so. Links. Ach, guck mal, ja. Okay, bis gleich. Was sind Sie denn hier? Ich sag's doch, irgendwo, nirgendwo. Ich schwör dir, Alter, hier gibt's ja gar nichts. Und wir haben sogar Hunger. Naja, ich glaube, hier kriegen wir. Ich habe einen Dönerladen gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da essen sollen. Das Ding sah schon sehr kriminell aus, der Dönerladen. Ich möchte jetzt nicht wissen, von wann was das Fleisch ist. Wir fragen den Jungen mal, ob hier auch mal ein Laden gibt, wo wir was essen können. Aber ich denke, nein. Nein. Aber Regen hat aufgehört, da haben wir natürlich wieder einen Vorteil. Und das Auto ist seit 8 Jahren irgendwie liegen geblieben. Ich weiß es nicht. Ich schaffe die Karre 120 Kilometer. Ich weiß es nicht. Er sagt, läuft gut, aber fehlt mir noch, wenn die Karte da noch liegen bleibt, ja. So, da ist der Ort. Und wann sollen wir da? Ja, jetzt. In? Jetzt. Okay, jetzt 100 sind wir Meter. Da. 100 Meter. Oh, geiler Golf, geiler Golf. Und ich sehe auch schon den wow, BMW. Wow, wow, zeig den Golf. Das Ziel befindet sich auf der ey. Deswegen ist er auf uns gekommen. Ah, der geile GTI, du, ne? Yeah. Okay, okay.
Guck mal, das sind die Jungs. Wir fragen ihn, ob die aufnehmen können, ja, oder? So, liebe Freunde, ich bin hier bei Lukas. Lukas, Digi. Ja, du hast den Dreier dir gekauft. Ja, doch ein bisschen lahm, ne? Ja, ein bisschen lahm. Ein bisschen, ne? Bist andere Autos gefahren, hast gedacht, ja, Kacke, ist jetzt noch hier so die Welt, ne? Aber er sieht so, erster Eindruck ist schön. BMW M-Felgen, welche Felgen sind das? Vom E46 sind das. Oh, okay. Sehen auch, aber auch gut aus. Sehen auch gut aus. So, wie lange war die Karre jetzt abgemeldet? Was hast du jetzt gesagt? 2011. 2011. Genau. Was war dann Ausstattung? Ausstattung, nichts Großes. Also nichts Großes. Nichts Großes. Außer aber war auf jeden der Fall ist sauber so drin. Und Dachhimmel, kannst du ja mal nach oben schauen. Sag mal her. Ja, ja, schwarzer Dachhimmel hier. Hast du in der Türkei machen lassen oder was? Ich weiß nicht, wer machen lassen. Aber sehr schön. Ja, aber Schatz, hier, guck mal hier. Guck mal, was wir hier haben. Hier. Jawohl, Baby, oder nicht? Den hast du aber, hast du uns durch die Türkei entdeckt, durch den Kurs? Yeah. Ja, ne? Ja. Der muss aber die Türkei auch dringend sehen, ne? Ja, muss er. Ich feiere das Ding. Ja, Golf 4, 1,460 PS ist ja wirklich jetzt, so bin ja richtig Fan davon geworden, weil 10.000 Kilometer mit so einem Golf 4 gefahren, ist schon brutal, Digga, oder? Muss man wie jetzt hat sagen. Deiner gelaufen? Der hat 166. Und der Golf? Der Golf hat jetzt wie viel gelaufen? Weiß ich nicht. 200 und... 211.000. Ja. Oh, 100.000 mehr als unser. Der riecht aber nach Sprit, Digga, ja. Ja, aber richtig. Ey. Aber wo ist man hören? Aber er läuft, Digga. Oh, Sound ist aber auch gut. Sound ist da. Oh, er hat eine Anhänger. Und er hat eine Anhängerkupplung, Schatz. Wie sieht mit Polizei aus? Geht? Kannst du mal runtergucken. Hey, aber polizeitechnisch, wie läuft das? Ach du Kacke, Digga. Aber Sound kommt geil rüber. Das sind auch die Golf 4-Sitze, ne? Passen die so einfach rein? Ich glaube, ja. Das ist geil. Golf 4-Lenkrad, du weißt, ich habe Golf 7R-Lenkrad drin. Ja. Ja. Ich habe geguckt, wie du das gemacht hast. Sollte ich auch machen, diese Beleuchtung. Richtig geil. Die Beleuchtung sieht richtig geil aus. Richtig geil. Aber auch schön. Schiebe da, genau wie wir. Hat gar nichts jetzt. Ja, hier. Unser Auto. Und aber hier auch gar nichts, hängt auch schon, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Aber schwarze komm, der fährt Himmel, auch, nicht. Auch nachgerückt. Ey, was schluckt er denn? Er schluckt schon viel. Wirklich? Also unser hat so 8 bis 10 Liter unterwegs geschluckt, aber wir haben hier noch Vollgas gefahren. Ne? Also ich nehme mal City, muss er ja so 6, 7 Liter schlucken, oder? Ich weiß nicht. Also nein, du, wir kaufen die Sau. Nee. Das ist ein richtiges Türkei-Objekt. Weißt du ja, das? Ey. Hast du mal den Himmel gesehen, Schatz? Ja, schön. Ja. Nee, fass ihn mal bitte an. Das ist, ach so, hat er auch gemacht. Das ist keine Ahnung. Walla gut. Die haben, glaube ich, das. Was ist das, 96er? 98er. Oh, hast ja hier. Ich glaube, Stoff runtergemacht und dann einfach gemalt. Das ist gut. Ja, hätten ja, die mal das Schiebedach mit. Ach, Tui, ja, komm ja. Jetzt. Ja, du, also, E36. Genau, es geht um den. E36, eigentlich, du weißt, ne, Digga, ich weiß nicht, ob du meine Videos kennst, kompakt bin ich wirklich nicht der Fan. Yeah, wirklich, ich mag so die Limo nicht, also die Limo geht, Coupé feiere ich, Cabrio feiere ich auf jeden Fall, aber Kombi und kompakt ist immer so. Aber so, den hat 323, der geht total ab. 170 PS. Er ist so oft links und der ist auch eine kurze Achse, das Ding, ne? Auf jeden Fall. Da kannst du so derbe driften, 323, brutaler Motor, natürlich. Richtig schön, Schatz, ne? So, wir gucken mal rum, du hast gesagt, der sieht super aus. Ja, die kleine Beule, komm, natürlich. Die lassen wir mal, ja, oder? Die ist, ja, doch. Welche hast du denn? Ich bin jetzt, glaube ich, dritte oder vierte. Ja, das geht. Du hast gesagt, du hast Steckkehr von 1980 oder was? Alles wann war das? Alles da, von 1997 bis 11. Wann war der letzte Eintrag? Direkt, wo er abgemeldet wurde, tatsächlich. Alter Schwede, du, ne? Echt, ja, ist bei BMW alle 10.000 gewesen. Das Heft ist Gold wert. Ja, ja. Das so Auto 2008 war der letzte Eintrag. 9, ja, oder? Genau dann, wo er angemeldet wurde. Ja, 2009? Genau. Oha, Alter, die Karte ist ja dann... Über den Bau, ja. Und dann haben sie den weggepackt und der stand da irgendwo. Genau, der so, Digi, du machst jetzt Haube auf und dann starten wir mal. Kannst du so aufmachen. Ach, du hast den Schlüssel. Das Einzige, was das Problem ist mit den Haubenschlössern. Guck mal, ja. Da haben die oben... Kannst du aufmachen, so jetzt schon. Wie? Die haben da Probleme gemacht. Die wie, und dann ist sie jetzt auf oder ist die Haube? Nein, ist sie nicht. Ach so. Jetzt ziehst du? Ja, ja, ich hab ihn. Nochmal, genau. Seitlich. Genau, geht ganz normal auf. Die haben hier oben, guck mal. Den einen haben sie weggenommen. Aber hält da eine, ja, ne? Normal, das hält ja hier durch. Okay, warum? Das weiß nicht, was sie da. Okay, Motor ist trocken, muss ich jetzt sagen, Schatz. Also ich sehe hier nichts. Ja, Motor ist trocken. So, komm, ja, mach mal einen Start. Und Start. Nimm mal Gang raus. Normal.
läuft gut. Ja, was soll man dazu sagen? Für das Bowie alleine, ne? Ja, läuft. Ja, ein bisschen schade ist nur, ja, nur mal wie gesagt, die irgendwas. Ist traurig. Ich hab überlegt, aber was ist denn das hier? Polieren. Ich habe überlegt, die mal zu polieren. Und vielleicht bringt das irgendwas. Nee. Das, du siehst ja auch den Farbunterschied. Genau. Also es muss hier irgendwas passiert sein. Digga, die Haube geht nicht zu, jo. Wir sind so die ganze Zeit. Also, hör auf, Digga, du kannst doch nicht fahren, Alter. Alter, hör bloß auf, Digga, nein. Hey. Na, aufgehen tut sie wohl. Ich fahr 200 mit dem Ding. Ist noch so gefahren. Alter, nein, Digga, nein, Bomber. Okay, das Gute ist, wir haben noch einen da, Schatz. Ja, nee, den habe ich entsorgt. Habt ihr noch? Oh, okay. Nee, den habe ich doch entsorgt, den Weißweinstand. Okay. Ja, also haben wir nicht. Ja, Master of Peace oder sowas haben wir da eingebaut, keine Ahnung. Ja, ist schön. Achso, ist ein bisschen. Ja, wir müssen ja schon so irgendwo, wenn wir uns einigen, tanken irgendwo. Normal. Oder nicht? Hä? Lezen? Leze. Wo ist denn Leze? Das ist hier in der Nähe. Achso, ich hab gesehen gehabt, da war so dieser Automat, ne? Genau, wo man tanken kann. Ja, Forward Payment, genau. Ich wollte einmal hoch und runter fahren. Also. Kannst du machen. Mach doch. Okay. Ja, komm, wir fahren eine Runde, Tui. Ja. Mal hier hoch und runter. Okay. Komm, nur hier. Ja, Tui, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ist aber tot. Meinst du, wir kommen da? Lenkrad ist voll schief. Ja. Ne, fahren tut er gut. Hier, haben die nachgerüstet wohl? Fahren tut er gut, muss man jetzt sagen. Aber ja, aber wirklich, da ist schon viel Arbeit in dem Ding, Schatz, muss man jetzt also sagen. Also der ist leider nicht die Eins, ja, was er gesagt hat. Er hat gesagt, die Eins ist es, Schatz. Weil die Motorhaube und... Nein, Alter, mit der Motorhaube habe ich schon Schiss, Alter. Das Ding fliegt dir weg unterwegs. Ja. 100%, tu ich. Die Motorhaube ist offen. Ja. Ja. Die Motorhaube ist auf. Ja, und der Lack auch von der Motorhaube. Ja, und die Motorhaube ist, ja. Das ist jetzt kein schöner Zustand, nein, oder? Nein. Das ist jetzt kein toller Zustand. Ja. Finde ich jetzt, sorry. Nee, ja? So ein junger Kerl hat sich gedacht, kaufe ich mir. Oder was weiß ich, aber. Ja. Ey, der hat sogar Bordcomputer, hast du jetzt ausgemacht? Klima hat er. Ja, hat er Klimaanlage drin? Der hat eine Klimaanlage. Nein, hat er Klima drin? Ach, hör auf. Der hat eine Klima. Aber hat er wirklich Klima drin? Ach, erzähl nichts. Aber läuft er wirklich? Siehst du doch. Ja, aber Klima-Dings ist ab, glaube ich, hast du gesagt. Ja, genau. Ne? Bestimmt wegen der Stand. Ja, Lukas, wirklich, eigentlich, der fährt ja richtig schön. Normal. Muss ich sagen. Aber du weißt ja, ich mache ja YouTube-Projekte. Ich habe 50 Autos, das wäre Nummer 51. Ja, blöd war natürlich Haubenschloss, kein Thema. Yeah, weißt du was, meine, da holst du für einen Zehner ein Schloss. Ich habe nur ein bisschen Angst, so zu fahren, habe ich dir auch gesagt. Ja. Eigentlich rosttechnisch hat er fast gar nichts. Gar nichts, nein. Ne, rosttechnisch hat er fast gar nichts. Haube ist ein bisschen ausgeblichen, aber das war auch das Einzige. Ja. Und statt Klimaanlage drin, ja. Innen sieht er wirklich gut aus. Also ja. E-Fenster, Servo. So, sieht er richtig schick aus, ne? Ja. Also, wer Interesse hat, kann sich melden. Weil Lukas, genau. Auto ist CheckF gepflegt, war 10 Jahre nicht angemeldet. Der springt sofort an, der Motor ist trocken, er läuft richtig gut. Normal. Ich denke mal, TÜVen muss er dann wirklich kleines Geld TÜV kriegen, das Ding, ne? Ja. Ja, aber für mein Projekt, ich habe natürlich gedacht so, ja, nimmst sie, machst sie und tschüss. Aber ich habe schon Angst, mir jetzt mit der Haube ein bisschen zu fahren. Aber das Schloss machst du aber, Lukas. Nur mal, das mache ich noch fertig und dann will ja, und den Golf 1.4 oder willst du vielleicht weggeben, eventuell? Ja. Eventuell. Hat er noch TÜV? Eventuell. Für guten Preis, ja. Hat er TÜV? TÜV hat er. TÜV hat er. Wie lange? Ich glaube bis nächstes Jahr oder noch 2 Jahre. Irgendwie so. Wie 2 Jahre hat er noch TÜV? Wann haben die TÜV gemacht, Lukas? Wann war das? Ja. Der hat jetzt noch bis zum 8.25. Ah, okay, 1,5 Jahre. Hat er ja richtig lange TÜV, Digga, ja. Oder nicht? Ja, also du weißt, die 1.4er sind sehr beliebt geworden durch mich. Der Markt ist gestiegen, Tui, vom Golf 3. Michi, willst du den Golf haben? So, mal also, auf doof. Aber okay, mit TÜV hast du ja auch drauf. Für guten Preis. Also eigentlich verkaufe ich das Auto nicht. Aber wenn sich jemand für guten Preis meldet. Okay. Also schreibt es in den Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Dann, genau. Dann meinen die Jungs sich. Ne? Genau. Ja, Golf 4 sparsam, kann man gut fahren auf jeden Fall. Ja. Und sieht ja auch also so allgemein, rosttechnisch sieht auch gut aus. Ja. Sehr gut aus. Wirklich sehr gut. Weil meiner war besser tot. Als unser. Wir haben Löcher gehabt, die Beulen, Kratzer. Der war unten komplett durchgerostet, unser Auto. Der sieht richtig gut aus, ne? Auf jeden Fall. Ja, Lukas, mein Lieber.
Trotzdem, ich danke dir trotzdem, Digga. Viel Glück. Also, wer Bock auf den BMW hat, meldet sich hier bei mir. Ich schreibe das an Lukas weiter oder ich vermittle einfach in die Kommentare. Dann sage ich mal viel Glück. Ja. Probier mal. Gut. Bis später. Tschüss. Lukas, Digi. Vielen Dank. Der Ort war ja hart. Okay, der Lukas, der Junge, war ganz nett. Sein Freund war auch super nett, die beiden. Sehr sympathisch. Ja, das Auto mit der Haube ist schon gefährlich, Tui. Wir fahren 120 Kilometer. Das Ding hängt am seidenen Faden. Stell dir vor, du fährst einen Huckel, das Ding fliegt dir auf. Ja. Also ich hätte richtig schon Angst, 120 Kilometer mit der Haube zu fahren. Und autotechnisch top, rostmäßig keine. Leider, ja, die Haube ein bisschen Unterschied. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein anderer drauf kam oder ob da irgendwie, ich kann es nicht sagen, du? Ich weiß es nicht. Du, für uns ist es eben halt blöd, nochmal herzukommen. Freunde, alle werden vielleicht sagen, ja, was fährst du denn dahin? Also, der Lukas hat schon gesagt, du, Auto war 10 Jahre weg, er hat kein Rost, er sieht richtig gut aus. Ich denke mir mal, okay, der Kurs war auch richtig, richtig gut. Er hat gesagt, 700 Euro, wir können auch gerne handeln. Ich sage 160.000 gelaufen. Schnell vielleicht mal TÜV bisschen sauber machen, das Ding und weg. Ja. Ja, aber mit der Haube, klar, kann ich schwer leben, wenn ich das Ding jetzt TÜV was mache. Und zweitens, also meine Hauptsorge war wirklich diese Haube. Ja. Weißt du, wir hätten ja vielleicht noch mal ein paar Mal mit ihm handeln können, das wäre jetzt auch nicht schlimm. Aber, ja, Schatz, was sagst du dazu? Ist so ein... Ja, du kennst mich. Ja, ist schon ein bisschen... Wir haben einen Ausflug gemacht. Wir haben einen Ausflug gemacht. Ja. Wenn er jetzt glatt wäre, ja, mein Gott. Deswegen sage ich immer, Freunde, ja, nicht gleich zu früh freuen, oder? Ja. Weil Checkev war von 2009, aber war Checkev gepflegt. Ja. Und war. Du konntest ja auch gucken, dass er so lange abgemeldet war, ne? Ja, der Lukas hat sich den gekauft, wollte den sich so ein bisschen hübsch machen. Hier, er ist hier auf dem Dorf hier. Hat keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Der hat ihn ja auch seit 2 Monaten gehabt, ne? Aus der dritten Hand, Klimaanlage, E-Fenster, ist schon mal nicht schlecht für so ein Auto gewesen. Also zum Verkaufen wäre okay. Ja. Ja, liebe Freunde, dann sagen wir, wir fahren erstmal jetzt zurück und... Ja, genau. Das war wohl nix. Vielleicht haben wir nächsten Auto Glück. So. Plan B. Ja, also ich habe heute noch, ich glaube, das reicht nicht mehr. Ich habe heute eine S-Klasse angeboten bekommen, ein D220, Schatz. Fester Blitzer in 1000 Meter. Habe ich einen Dings bekommen, ein Angebot. Ich denke, geil, Digga. Ne? Der Typ schreibt mich an, er sagt zu mir, ich habe einen S-Klasse, 500 da. Willst du das nicht kaufen? 200.000 gelaufen oder was? Ich sage, schick mal Fotos. Ich guck, geile S-Klasse, Schatz. Richtig cool. Ich sag dem, hau mal einen Preis raus. Er sagt zu mir, 800. Ich denke, tamam, Digga, nimm ich, oder nicht? Ja. 800 Euro, B220, warum denn nicht S-Klasse? 500er V8 fahren. So hin und her geschrieben. Ich sag, ich komm, bla. Dann sagt Tui zu mir, Moment, das Auto ist ein bulgarischer Kennzeichen, Alter, aus Bulgarien. Aber ist auch kein Thema hier, man kann ja auch... Ist ja EU, können wir wieder Deutsch machen. Ich denke, ist nicht schlecht, 57, ne? Kann man vielleicht ein paar Mark vor Ort drücken und was. Und dann sagt Tui zu mir, ja, Moment, viele Bulgaren haben ja auch hier Rechtslenker. Ich sag, Quatsch, Mann, der hat doch keinen Rechtslenker. Ich rufe ihn an, er sagt, ja, ist Rechtslenker. Ich denke, ach du Kacke, Alter, Rechtslenker, was soll ich denn damit, ja? Ich habe gesagt, du, ich will den nicht haben, bla. Er sagt zu mir, komm, du bist mir preisig entgegen, ne? Können wir reden. Ja. Ich denke immer noch, ich habe Leon angerufen. Leon sagt, ja, für ein paar Mark kann man den nehmen. Rechts? Nee. Nein, für ein paar Mal kann man den kaufen. Schon in Teilen ist er mehr wert. Ja. Ich sag zu ihm, ja, okay, Digga. Ne, ich guck mal. Jetzt habe ich immer ein dummes Angebot gemacht. Ja. Also, Tui hat ihm 400 Euro angeboten. Ja, für 400 Euro ist doch nicht schlecht, so eine S-Klasse, ja? Ja, als Ersatzteile nur. 100%, weil Leon, Digi, ich wollte mal einmal diese, für die Z2 die Pumpe von Leon kaufen, vor 1,5 Jahren, Schatz. Habe ihn angeschrieben, ich sag, ja, hast du so eine Pumpe? Er sagt, jo, habe ich. Er schreibt mir 350 Euro. Ich denke, oha, Alter, 350 Euro für diese Pumpe da hinten, Schatz. Ja. Hart. Aber dann wusste nicht, dass ich ein T-Gas bin. Ich sag so, Männer. Und dann habe ich ihm das immer wieder vorgeworfen. Ich sag, Alter, du wolltest von mir 350 abziehen. Ja, aber wenn man dich wusste, ja nicht, dass du das bist. Also, Freunde, jetzt habe ich natürlich das Auto, also der Leon, der Luca, hat zu mir gesagt, Auto Checkev gegeben, Garagenfahrzeug. Ich bin ja auch nicht blöd, Schatz, ne? 316er, klar, ist jetzt keine Welt wert. Aber wenn du einen hast, dritte Hand, 160 gelaufen, Garagenfahrzeug, tipptopp, ohne Rost, dann denke ich, wenn man das einer gegenlaufen würde. Ja, genau. Aber leider hat der Luca ein bisschen, ja, vergessen, dass da mal eine Beule ist. Ne? Ja, ich sag's mal so, der Lukas ist auch noch sehr jung. Luca ist da, oder ich weiß es jetzt nicht, ne? Ja, ein junger Bengel gewesen, ne? Genau, den kann man das noch...
verzeihen, weil er ist wahrscheinlich... Er war ja auch super nett, super lieb. Ich wollte jetzt auch nicht da sagen, was für ein Müll hast du hier. Auto war wirklich gut, Motor lief wirklich toll. Aber es war kein Projekt, wo wir sagen, komm schnell, mal gucken, ein bisschen ein paar Reparaturen machen, TÜVen das Ding mal irgendwie mal, keine Ahnung, kaufst das Ding von ihm für 500, 600 Euro, hätten wir was reingesteckt und für einen von der Community für 1,5 weggegeben. Okay. Wir hatten ein bisschen Spaß, ein paar Mark verdient und vielleicht ein schönes Auto weitergegeben. Ja. Aber ich habe das Auto nicht gefühlt. Vielleicht hätte ich ihn günstiger gekauft, hätte man auch verkaufen können. Aber die Haube habe ich schon Angst gehabt. Jetzt habe ich Plan B eingeschlagen, ich gucke jetzt den bulgarischen S-Klasse an. Ja. Die günstigste S-Klasse in Deutschland. Fahrbereiter, also nicht hier so ein Müll. Weil ich der Motor, der ist ja schon nicht schlecht. Ja, also Termin ist fest, wir fahren nach Schinglera. 500 Meter. Okay, das sind wir wohl gleich da. So, Augen auf beim Autokauf. Komm, der war wieder gut. So. Ich sehe immer noch keine. Ich sehe immer noch keine. Wo sind wir denn, ey? Das ist hier auf der linken Seite. Welche Hausnummer? Keine Ahnung, ist ja egal. Da wollen wir. Wo ist die Karte? 5 war das, glaube ich, ja, 5. Dann ist es vielleicht darunter. Wo 5? Nee, wir sind bei 30. Wird die Zahl größer? 29? Nee, da musst du noch ein Stück. Oh, geht doch gar nicht, da vorne ist nichts mehr. Keine Ahnung, da soll die stehen. Doch, die Häuser hier, diese Wohnung, Schatz, die gab es früher nicht. Nee. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Achso, dann ist es dann runter hier links irgendwo, ne? Da muss man hier rein. Nee. Doch. Aber da geht noch eine rein, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ja. Haus Nummer 5. Weil hier ist doch schon der See. Ja. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. 6, 5. Hier ist das Haus. Da ist das Haus. Und wo ist die geile S-Klasse? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Ich rufe ihn an. Da Gabi. Ist sie. Ja, wir haben die S-Klasse. Ey, das ist Jans Farbe. Oh, die ist ja tiefer gelegt, oder was hier? Hä? Ja. Wei. Aber sieht so optisch nicht schlecht aus. Ja okay, oh, Rosse. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Ach du. Ja, ich dreh mal um, ja. Ach du. So. Ja, Farbe ist wie Jan seine gleiche Farbe, Schatz. Ist die gleiche Farbe? Ja, einiges ist das ein Schrotthaufen. Sehr, sehr viel Rost. Wirklich Schrotthaufen. Sehr, sehr viel Schrott. Wirklich Schrotthaufen. Weil ich habe mir den schon ein bisschen besser vorgestellt, ne? Ja. Ja, aber das Ding ist ja durchgelutscht, ja. Wirklich durchgelutscht. Also Karosse konnte gar nichts mehr. Ja, aber innen ist er tot. Ja, ist schon hart hier mit Rechtslenker. Tui, hä? Ja, gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig, ja? Ey. Ich finde das immer, zum Überholen ist das gefährlich, ne? Ist schon runtergekommen, das Auto, ja. So startet der gar nicht? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schauen wir mal. So, wollen wir das Ding Baby mal überbrücken, mal gucken, ob er Matik hochfährt. Ja, Leon, Digi, wäre doch was für richtiger. Tausender, gebe ich ihn dir. Oder wie? Ab in die Türkei und umbauen auf. Ja, ich will gucken, wie der Motor läuft, deswegen. Ja. Können wir mal gleich mal Haube aufmachen, einmal reingucken, wie der läuft. Wirklich 500er? Ja, 500er. Ja, ist gut, 500er Motor. Einst mal die geilsten Autos hier gewesen und jetzt kriegst du das für ein paar hundert Euro, ne? Unglaublich. Ich sag ja mal, von Teilen her ist er ja was wert bestimmt, ne? Wenn der Preis jetzt stimmt, weil ist schon tot, das Auto, wirklich tot. Du. Keine Ahnung, laut ihm 210.000, aber guck dir das Lenkrad an. Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Oh. Kleinen Moment. Ja, ein bisschen Gas müssen wir schon geben, ne? Batterie ist, glaube ich, seit 3 Monaten, er hat nicht gestartet. Aber guck. Ja, Batterie, Güzel, Akku. Das ist neu. Ah ja, Akku jene.
Ja, ich weiß. Nächster Startschatz. Wir probieren nochmal einmal hier überbrücken. Interessant wäre ja auch die Auspuffanlage. Nee, Sound, er hat mir Video geschickt. Sound, ja? Gesell, Exos, er hat mir Video geschickt. Ah, okay. Sound ist da. Sound ist da, Tui. Schauen wir mal, dass er mal gleich anspringt, ja. Wird das Gas werden? Ein bisschen Gas geben, Bruder. Öle Deal. Nein, Bruder, so halten, halten. Bisschen Gas halten. Bisschen mehr. Ja, so. Brother, you must wait 5 minutes. Okay. It's a mile, it's a US import. Yeah? This car is a US import, yes. It's a mile in the Tacho. For six months here. Yes. Also tire. Ach so, von wo? Nächster Versuch. Kriegen wir die Karre gestartet? Ah. Er will noch nicht. Ach so, angenehm. Ja. Bunun ha, araba da böyle ona mı verdin sen? Ja, bize. Ya ya. Meine best friend. Okay, brother, komm. Ja. Ja. Wait, Bruder, wait. Beinahe, Tui, beinahe haben wir es geschafft. Ja, aber gut gedreht jetzt. Ja. Wollen wir gucken. Aber guck mal hier, beide Seiten, komplett. Was? Cool. Ja, Ventildeckeldichtung ein bisschen lecken hier. Alter Schwede, er leckt aber gut hier, ne? Andere Seite genauso. Alter, leckt aber gut, ne? Also er sagt, da hast du den Kopf bearbeitet, über 350 PS. Wer es glaubt, wird selig. Oh, da ist er, da ist er. Oi, oi, oi. Voilà, also, und er läuft gut. Er läuft wirklich gut, hey, ja. Er läuft wirklich gut, hey. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Ermati hochkommt. Ja, das ist nicht so. Aber läuft, Motor ist gut. Ja, Motor ist gut. Motor ist okay, Bruder. Ermatik, ja. Also hier steht Ermatik, fährt hoch. Ja, fährt ist auch oben. Ja. Mach mal die Sitze nach hinten ein bisschen. Hab ich. Er fährt nimm. Soft close, war? Ja. Schon up. Nie, ja. Nebozuk. Achso, die Pompa. Ah, Shei, achso, ha, Shei Bozuk. Für Softclose. Wir haben einen Trecker, Charaban. Ne? Muss er eigentlich erstmal okay drücken. Ist irgendwie so englisch alles, hä? Warte mal, warte. No ESP, no gar nichts, no. Also 273.000 ist okay, ne, für das Auto. Aber da steht wieder Kilometer, ja? Ne? Ja, das ist wieder. Fandom! You want to drive this? Anders. Einmal Kundenfahrzeug, ja? Hey, ja? Nimm mal den Sitz ein bisschen vorne. Können wir auch zumachen. Ja, machen wir einmal zu. Scheibe geht nicht. Scheibe, wo sucht immer? Scheibe holen wir. Nee. Ja, ja. Ja, die Scheibe ist hinne. Jump gerückt, immer. Ja. Ah, Nathan. Kapat, kapat. Kapat, ja, Mama, kapat. Kapat, kapat, Buscher, kapat lassen. Oh, Bruder, yapma, gözünü seveyim, ha. Was ist das Schiene geflogen?
Ja, ist auf der Schiene. Komm, kaputt, ja? Ha? Bruder. Ja? Kaputt. Tamam. Hadi gel bir sürelim. Auto läuft super. Mehmet fährt jetzt. Aber es ist auch schwierig mit dem Rechtslenker. Siehst es ja nicht bei Linksverkehr. Auto läuft super. Sound Jock. Oh. Jock Sound. Ja, da hat es ein bisschen so. Und das kommt wieder. Na, ob der einfahren kann? Du musst ja ein bisschen umdenken, ne? Na, so schlecht kann Mehmet das nicht. Nicht schlecht, Mehmet. Ja. Aber Motor läuft gut. Motor läuft richtig gut, ja. Der Radlager macht ein bisschen Probleme da. Klack, 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 hat ein bisschen Geräusche gemacht, ja. Ja, hier Flughafen, Airport. Wir kaufen uns ein Flugzeug. Ja, liebe Freunde. Ja, die Karre war schon tot. Aber der Motor war brutal. Aber sonst kann man auch nicht viel. Alter, man hätte jetzt ein paar Teile. Ich habe ihm jetzt 400 Euro angeboten. Er wollte unbedingt 500 haben. Sehe ich nicht ein. Nein, weil Karosse kannst du gar nicht. Nein, vielleicht kann man sogar 500 Euro geben. Aber das war für mich so, weiß ich nicht. Ja. Weil was willst du an der Karosse verteilen? Ein paar Steuergeräte konnte man gut verkaufen von dem Ding. Der Moro-Getriebe war top. Ja. Aber da hat er noch gesagt, er hat die Moro hier überholt. Die haben da irgendwie die Zylinderköpfe bearbeitet. Über 350 Horsepower, sagt er. Ja, kann ja sein, aber ja, ein bisschen geleckt hat er. Er sagt, in einem Jahr hat er einen Liter Öl geschluckt. Ja, Schatz, wirklich, ne? Alte 400 Euro wäre für mich so, dann hätte ich hier mal ein paar Teile mal weggehauen von dem Ding und die Kiste mal weggehauen, oder? Das wäre jetzt wirklich ein bisschen Spaß mit dem Auto und wir hätten was verdienen können. Klar, bei 500 Euro kann man auch verdienen. Dann habe ich das Ding noch an der Backe. Es geht auch um Prinzip, Freunde. Man muss auch so ein Limit setzen, oder? Ja. Schatz, es geht nicht darum, den 100er mehr oder weniger zu geben. Man muss sich ein Limit setzen. Und es ist leider beim Autohandel auch sehr schwer. Guck mal, zwei Autos haben wir uns angeguckt. Er hat mir Videos von dem Auto geschickt. Alter Schwede. Wie sah die Karre in den Videos aus? Boah, alter Schwede. Wartet, mach mal aus. Du kannst es hier einblenden. Warte. Was hältst du davon? Ja, ich blende das Auto ein. Walla, du denkst, oha, Schnapper des Jahres. Ja, leider genau. Nein. Ja, was sollen wir machen, Schatz? So ist das Alltagsleben. Also, unser Leben geht natürlich weiter. Zwei Autos angeguckt, keine Ahnung, hier ein paar hundert Kilometer weggerissen. Ja. Es sollte nicht sein. Nein. Es sollte nicht sein. Aber wir haben unsere alte Heimat hier gesehen. Und dann sagen wir mal, ja, wir fahren über Neuwundsdorf. Da gab es nochmal so ein Essgutfahr oder sowas. Irgendwas essen. Wenn er pleite ist, nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben wirklich Hunger. Wie spät ist es überhaupt? 8? Ich weiß es nicht, Schatz, ja. Also es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Nein, heute nicht. Heute sollte es nicht sein. Aber wir sind immer noch auf der Jagd. Also ich bin ja wirklich so ein Sammlerjäger. Ach, oh Mann, ich bin so gut. Sammlerjäger sind wir, das wisst ihr. Und vielleicht finden wir wieder was Neues, oder? In dem Sinne würde ich mal sagen, ja, vielen Dank, dass ihr uns hier den Tag mit begleitet habt. Schade, es hat nicht geklappt. Ich hätte gerne den Rechtslenker gefahren, aber ganz komisches Gefühl drin. Wirklich unglaublich, wie ich da saß. Das ist wirklich eine riesen Umgewohnung. Also ich stelle es mir beim Überholen sehr schwierig. Ja, ich habe ja mit Ibrahim, der fährt auch einen Honda, Japaner, und da habe ich gesagt, Ibrahim, voll schwer. Nee, sagt er, du musst Abstand lassen und mit Abstand natürlich nach hinten gehen. Ja, ist schon nervig, also nein, Rechtslenker will ich nicht haben. Deswegen habe ich auch auf Japaner keine Lust mit Rechtslenker, da fühle ich mich wirklich unwohl. Haben schon mal so ein Auto angeboten bekommen. Nee, will ich nicht haben. Also die Karre, ja, es tut mir leid. Vielleicht gibt es da einer, der Ihnen da 500 Euro gibt, kann ich mir gut vorstellen, wegen Teile. Ja. Aber sonst, ach, sorry, ne? Okay, also, verständigen kommen wir uns immer. Egal, der eine konnte ein paar Wörter Deutsch, der eine konnte zwei Wörter Englisch, drei Wörter Türkisch, aber nix. Das geht, ist alles gut. Ne? Ich bin wirklich spezialisiert drauf, mit Ausländern zu reden. Schatz, das kann ich sehr gut, oder? Das kannst du wirklich gut. Da bin ich wirklich Profi. Und ja, dann sag ich mal, in dem Sinne,
Abonnieren ist immer noch kostenlos, Alter. Ich weiß es. Wirklich, Schatz? Ja, ist schon ein bisschen lustig. Aber liebe Leute, ganz ehrlich, Freunde, wir machen natürlich YouTube-Videos und wir versuchen, Content zu bieten. Und dieser Abonnieren, das tut unserem Kanal richtig gut. Liken, kommentieren, wirklich. Ne? Also das ist so, für euch ist es ein Klick, aber für unseren Kanal ist es wirklich viel wert. Ne? Yep. Weil wir erwarten jetzt auch nicht viel, aber trotzdem wäre schön, einmal auf die Glocke drücken, irgendwie ein paar Sachen machen. Ja, ist ja egal. Und denk an Punkt, Komma, Ausrufe, egal Zeichen. Was, egal was. Also, und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall auf der Nordic Moto Show. Ich freue mich richtig. Es ist jetzt, Alter, 6, 7 Tage, 8 Tage? Also für uns geht es schon in 7 Tagen. Genau, Donnerstag geht es schon bei uns los. Wir sind richtig aufgeregt. Es wird richtig geil. Nordic. Alter, meine erste Messe. Wenn es gut läuft, will ich öfter da auftreten. Aber ich bin mir sicher, dass es gut läuft. Also ich bin mir ziemlich sicher. Und hier die Gegend könnt ihr nochmal gucken. Fingwerder Kranz, richtig toll hier am Deich. Die Elbe ist gleich hinter dem Deich. Eine tolle Gegend im Sommer. Äpfel, Kirschen sammeln. Wir waren sehr oft hier, ne? Ja. Also wir haben hier Äpfel geklaut, sorry. Wo lag jetzt links? Hier musst du links, Schatz. Achso, also ein paar Äpfel geliehen. Aber was für Äpfel waren das, Schatz, ja? Ja, was richtig hat... lecker. Alter, also verzeiht mir, dass ich hier einen Apfel geklaut habe. Und die Kirschen, die Knoblauchkirschen, die waren so groß. Ey, wie war das? Mundraub hast du noch. Ja, Wallama Mundraub, das ist erlaubt, Schatz, finde ich. Na gut, liebe Freunde, in dem Sinne, wir sehen uns. Dann wünsche ich euch alles Gute. Sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye. Tschüss.